erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf Christoph Fuß und Frank Buschmann. Schalke gegen Dortmund. Es ist Derbyzeit mit allem, was dazugehört. Rivalität, Emotion, Einsatz und einem erbitterten Kampf um jeden Ball. Ja, und hoffentlich auch ein tolles Spiel, dass beide Mannschaften dazu in der Lage sind, haben sie in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Jetzt müssen sie nur den Druck standhalten und ihr könnt auf den Platz bringen. So tritt der BVB heute also an. Zwei auf Außen bedeutet bei ihnen heute, sie spielen im 4-3-3. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Das größte Stadion in Deutschland ist der Signal Iduna Park oder wie Traditionalisten bis zum heutigen Tage sagen, das Westfalenstadion. Ja, Wolf, und es sind ja nicht nur die mehr als 80.000 Plätze, die man da nennen muss, es ist vor allem die Stimmung, die da von der Südtribüne der gelben Wand ausgeht. Das macht einen Besuch im Stadion einfach unvergesslich. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Fuck den! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Er köpft ihm also Mitspieler. Wird das eine Torchance? Gonzalo Castro. Er versucht einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Santo. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Weigel. Ein guter Doppelpass. Kagawa. Und da hat er die richtig gute Möglichkeit. Knapp war es am Ende. Hat er da vielleicht schon zu viel nachgedacht? Den muss er eigentlich machen. Jetzt Gündogan. Und Mkhitaryan. Sehr gut reingespielt. Die Flanke hat er. Und jetzt der BVB. Kagawa. Gündogan jetzt am Ball. Den Pass spielt er gut. Macht er ihn. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Sané.
super Flanke. Die Flanke Sané. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Kein Problem, er holt sich den Ball. Und den spielt er gleich wieder zurück. Das könnte die Chance werden. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Sané! Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Auswechslung bei der Heimmannschaft. Flanke kommt, wird das eine Chance. Mkhitaryan, der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er, das hat er schon oft gezeigt. Ja, es kommt der Wechsel bei Dortmund, der verletzte Spieler muss raus. Sané. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Gefährliche Flanke. Kein guter Ball und daher kein Problem für die Abwehr. Noch durften die Dortmunder nicht jubeln, kein Tor bislang vom BVB. Pass kommt nicht an, jetzt wird es Einwurf geben. Sané. Ball bei Hummels. Gonzalo Castro. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten geht's oben drauf. Weigel. Super Timing. Den Ball holt er sich. Meier. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da hat der Torwart gar kein Problem. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Wie hast du Kagawa gesehen im bisherigen Spielverlauf? Also er kann sich ja wehren. Bisher spielt er keine große Rolle.
geht weiter. Der BVB am Ball. Gonzalo Castro. Ginter. Ganz starke Flanke. Mkhitaryan. Das war die Gelegenheit, aber es bleibt beim Unentschieden. Shinji Kagawa jetzt. Der Ball kommt. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Er zieht ab. Ganz stark abgeblockt. Der Ball ist drin. Tor für Dortmund. Tor macht ein Verteidiger. Ja, richtig gesehen, Buschi. Ja, dafür ist er nicht bekannt, ne, Wolfgang? Das ist mal klar. Aber sei es drum, sein Team wird's freuen. Ha, genau unter die Latte. Ich weiß es nicht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Da ist das erste Tor. Und es hat bis in Durchgang 2 gedauert. Goretzka. Will er den ganz alleine machen? Vielleicht sollte er einen Mitspieler einsetzen. Das war einfach für den Torwart. Gündogan am Ball. Sané. Und den Ball hat er sich geholt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Das ist jetzt seine Chance. Der kommt gut. Gut geklärt. Das war wichtig. Gonzalo Castro. Mkhitaryan. Ecke für Borussia Dortmund. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Super Direktabnahme im 16er und der Ball rauscht in den rechten Winkel. Machen. Ginter, der geht an die Latte. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Oh, das ist ein ganz seltener Moment für ihn. Ja, sonst ist der Abwehrspieler natürlich eher für das Tore verhindern zuständig. Aber hier macht er selbst. Wunderbarer Treffer, das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Schaut doch gut aus, es steht 2:0, bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Matip. Das
Sie kommen nicht so richtig durch und passen die Taktik jetzt an. Jetzt wird verstärkt auf lange Bälle gesetzt. Wie es aussieht, haben Sie Ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Jetzt gibt es einen Wechsel beim EVB. Er schießt! So bekommen Sie keinen Fuß mehr in die Tür. Sie müssen im Abschluss besser werden. Das alleine mit allen auf. Super Flanke. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Meier. Adrian Ramos. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Sehr gut reingespielt. Nochmal Eckball. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. So, heute ganz, ganz klare Überlegenheit. Noch ein Tor obendrauf. Das ist eine klare Geschichte. Eine beruhigende Führung für Sie. Und damit ist das Spiel aus. Der BVB gewinnt. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg und das Tor war natürlich...